Ja, Gogo, das ist ja vielleicht ganz gut, dass du irgendwie Fleisch immer so schönreden willst, ne? Aber das ist voll mit Medikamenten. Also wenn ich krank werde, dann esse ich 500 Gramm Hähnchen und dann, da sind so viele Antibiotika drin, dann bin ich wieder gesund. Fleisch und Antibiotika. Moin Leute, herzlich willkommen im heutigen Video. Zuallererst möchte ich in diesem Video nochmal, weil jetzt kommt wieder diese Geschichte mit so, yeah, die werden aber so schlecht gehalten und so. Ich rede hier nicht Massentierhaltung gut. Ich rede auch nicht über die ethischen Hintergründe der Massentierhaltung. Und natürlich, es werden ungefähr 1700 Tonnen Antibiotika eingesetzt in der Massentierhaltung. 1700 Tonnen pro Jahr. Und natürlich ist das muss eigentlich nicht sein, wenn die Tiere artgerecht gehalten werden würden. Letzten Endes ist das aber nicht Thema dieses Videos. Dieses Video bezieht sich darauf, wie belastet ist mein Fleisch tatsächlich mit Antibiotika. Zum Hinweis übrigens, Menschen konsumieren ungefähr 7 Tonnen pro Jahr Antibiotika. Ja, ob das dann so gut ist, man weiß es nicht. Aber ja, letzten Endes viel Spaß in diesem Video. Kommen wir zum ersten Punkt. Pute oder Antibiotika ohne Rezept. Ja, kann man das so sagen? Man weiß es nicht. Es kommen immer wieder irgendwelche Meldungen raus. Ja, Putenfleisch, also ich beziehe mich hier jetzt erstmal auf Geflügel, weil das halt am härtesten mit Antibiotika belastet ist. Liegt wahrscheinlich auch einfach an der Käfighaltung und diesem, wie sie gehalten werden und sowas. Aber wie gesagt, ja, kann man eigentlich auch nichts weiter zu sagen. Es ist eine Schande, wie die Tiere gehalten werden. Letzten Endes, esse ich sie trotzdem. Und muss ich jetzt Angst haben, dass ich niemals mehr krank werde, weil ich mir ständig Antibiotika zuführe? Oder muss ich Angst haben vor multiresistenten Keimen? Weil mich können ja nur noch multiresistente Keime erwischen, weil ich ja sonst alle Keime sofort töten würde, weil ich ja so viele Antibiotika in mir drin habe. Naja, der härteste Bericht, glaube ich, ging über Putenfleisch aus Rumänien, was eine 27-fache Belastung, also 27-fach über dem Grenzwert von normalem Antibiotikabelastung in dem Fleisch dargestellt hat. Also das heißt letzten Endes, der normale Schwellwert ist bei 100 Mikrogramm pro Kilo und das Zeug hatte halt 2700 Mikrogramm, also 2,7 Milligramm pro Kilo Fleisch. Ja, und da war Tohuwabohu, grauenvoll, 27-fache Belastung und dann unten drunter stand immer für den Verzehr oder es besteht kein Handlungsbedarf für ihre Ernährung. Essen ist halt trotzdem so oft doof. Ja. Und dass das ein Einzelfall ist, ich hänge unten mal dran den Nationalen Rückstandskontrollplan, also den NRKP, wo quasi jedes Jahr immer aufgezeichnet wird. Die sind immer so 1, 2 Jahre hinterher, so was diese Aufzeichnung angeht, wegen Auswertung oder vielleicht, weil es eine Behörde ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hänge es mal unten dran. Da können die dann halt selber noch mal reingucken. Da steht hier für Schwein, Rind, Geflügel, all möglichen Füllefand steht da drin, was für eine Belastung dieses Fleisch halt hat, was Medikamente angeht, was Steroide und Hormone angeht und was sonstige Sachen angeht. Also sonstige Sachen sind irgendwelche Mastpräparate oder sowas, die niemand irgendwie wirklich auf dem Zettel hat, weil das halt nicht irgendwie zu kategorisieren ist in Antibiotika oder Hormone. So, das sind dann halt solche Sachen und alles mögliche andere, was weiß ich. Und da steht halt dann drin, wie hart belastet denn Fleisch tatsächlich ist und wie viele Leute oder wie viele Proben über diesen Grenzwert rausgesprungen sind. So, jetzt muss man sagen, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, wir sind immer so ein bisschen ein paar Jahre zurück. Dementsprechend gehe ich einfach mal auf das Jahr 2013 ein. Und 2013 war es bei Geflügel, weil das sind ja die, die immer so sehr Antibiotika verseucht sind, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wo auch diese Berichte darüber gehen. Drei Proben von 2590 getesteten Proben waren über den Grenzwerten. Und das, also was Antibiotika angeht. Und das halt im Worst Case so ungefähr bei 2,5. Also das heißt, wenn 100 Mikrogramm erlaubt waren, dann waren die bei 270 Mikrogramm und nicht bei 2700. Also nur nochmal zum Verhältnis. Und selbst bei diesen 2700 haben die Zeitungen berichtet, es besteht keine Gefahr für Leib und Leben. Ja, also nochmal, wir sind jetzt halt quasi nochmal Faktor 10 drunter. Gut, gehen wir einfach mal weiter. Und jetzt müssen wir einfach mal, gucken wir uns jetzt einfach mal an, wie Antibiotika funktionieren und in welchen Dosierungen Antibiotika funktionieren und was diese, ich sag mal, niedrige Offset-Regulierung von Antibiotika, die wir halt quasi durch Fleischkonsum reinfahren, was uns das bringt und wie hoch das gerechnet wird. Ja, ich blende hier jetzt einfach mal eine Tabelle ein. Man sieht in der ersten Spalte Antibiotika, also den Namen des Antibiotikums.
Die Grenzwerte für Fleisch, die Tagesdosis der Therapie am Menschen, also das, was man quasi konsumieren würde, wenn man denn krank ist und Antibiotika braucht. Und ganz hinten in der letzten Spalte einfach mal die Zeit, die wir das konsumieren müssen bei 200 Gramm pro Tag, bis wir quasi eine Tagesdosis erreicht hätten. Ja, ganz unten habe ich mal diesen 27 mal Höherwert genommen und habe ihn mal einfach mit reingehämmert. Wie ihr seht, sind 2700 Mikrogramm pro Kilogramm Fleisch. Ich bin dann halt von der niedrigsten Dosierung, also den 1500 Milligramm bei Chinolone und den 3000 Milligramm bei Penicillin hingegangen und habe einfach mal hochgerechnet, wenn ich ein Kilo Fleisch am Tag essen würde, wie lange würde das halt brauchen, bis ich dann halt, ne, also von bis. Und da sehen wir halt diese 500 bis 1000 Tage, wenn man das denn essen möchte. Oder wenn man tatsächlich in Tagesdose reinfahren will, ja, dann fährt man sich halt ungefähr eine Tonne Fleisch pro Tag rein. Hätte ich meine Probleme mit. Nicht nur aus ethischen Gründen. Also was ist das Fazit daraus? Das Fazit daraus ist, wir sparen uns den Arzt nicht, indem wir einfach Putenfleisch konsumieren. Außer man ist ein richtig, richtig, richtig guter Esser. Ja. Und ja, also einfach zusammengefasst nochmal. Das sind halt, natürlich ist es eine Belastung. Natürlich muss man sagen, man müsste die Haltung verbessern, damit die Tiere nicht mehr krank werden. Und natürlich müsste man dann die Antibiotikagaben runterschrauben und dann wäre man unter diesen 100 Mikrogramm pro Kilogramm. Letzten Endes, diese 100 Mikrogramm pro Kilogramm Fleisch, die sind halt nicht ohne Grund gesetzt worden. So, du kannst halt 100 Mikrogramm, dann kannst du halt ohne Probleme dein Fleisch essen, ohne dass dir irgendwelche Schäden entstehen oder dass du tatsächlich Angst haben musst vor multiresistenten Keimen oder sowas, weil das wäre ja so der Umkehrschluss. Ne? Wenn ich ständig Antibiotika konsumiere, dann kriege ich nachher irgendwann Keime, die sich dann halt irgendwie nicht mehr von diesem Antibiotikum bekämpfen lassen. Also das sind multiresistente Keime, wo kein Antibiotikum im Prinzip mehr hilft, weil die quasi nicht, ja, andockbar sind ja im Prinzip. Also die Rezeptoren sind halt andere und die passen dann nicht mehr und ja, so. Und das wäre halt dann einfach so der Grund, zu sagen, man darf kein Fleisch essen, was mit Antibiotika belastet ist. Aber jetzt haben wir halt hier rausgefunden, wie belastet die denn tatsächlich wirklich sind. Jetzt muss man aber natürlich noch dazu sagen, diese Sachen, die da tatsächlich aufgefallen sind, also diese drei aus 2590, warum gibt es nur so wenig? Wird denn tatsächlich so wenig Antibiotika eingesetzt? Naja, zum einen muss man sehen, wenn ihr ein Antibiotikum bekommt, dann ist es ja meistens so, dass ihr die entweder morgens abends oder morgens mittags abends, also ihr müsst die quasi ständig konsumieren. Und das wiederum lässt auf eine kurze Halbwertszeit schließen. Sonst müsste man das halt nicht so in diesen, sonst würde man halt einmal und dann ist gut. Ich glaube, damals beim Bund gab es sowas. Ich glaube, das hieß Citrum Max oder so. Das hast du so 4 Blister gekriegt. War aber auch nicht in der Zulassung. Also war, glaube ich, beim Bund ist man immer so ein bisschen Versuchskaninchen. Und war, glaube ich, eine Humanstudie oder sowas. Keine Ahnung, waren auf jeden Fall 4 Dinger drin. Die hast du 4 auf Schlag gefressen und dann war deine Grippe tot. Wahrscheinlich auch alles andere, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist dann halt was, wo du halt entweder so einen hohen Impact hast oder so eine lange Halbwertszeit hast, dass sich das dann tatsächlich über diese Heildauer, die der Körper braucht, um diese Bakterien zu bekämpfen, im Körper hält. Ansonsten muss es halt ständig zuführen. Und bei Geflügel sind es halt eben die gleichen Antibiotika im Prinzip. Nur die Dosierung ist anders. Und ja, du hast dann halt letzten Endes das Ding, dass die Halbwertszeit so kurz ist, dass du nicht mehr so viel nachweisen kannst, beziehungsweise dass das letzten Endes im Körper dieses Tieres dann ist, halt schon so weit zerfallen ist. Liegt auch daran, dass du normales Fleisch, also normales Geflügel, darfst du halt, muss eine Woche vor Schlachtung medikamentenfrei sein. Also das heißt, wenn das jetzt in der Woche geschlachtet werden soll, darf es ihm heute kein Antibiotikum mehr geben. Und er muss darauf dann hoffen, dass es dann bis dahin nicht irgendwie an seinem Schnupfen gestorben ist. Oder an seinem, keine Ahnung, was auch immer, an dem Bakterienstamm, der dann halt in dem Tier wütet. Weil sonst wird es ihm keine Antibiotika geben. Wobei man natürlich auch sagen muss, viel davon wird präventiv gegeben, einfach damit nichts passiert. Bei Bio ist es sogar 2 Wochen. Also das heißt, im Biofleisch wird man noch weniger Antibiotika-verseuchte Produkte finden als bei normalem Geflügel. Das hat aber nichts damit zu tun, dass da weniger gegeben wird, sondern dass die Zeit einfach 2 Wochen sind. Und nach 2 Wochen, da hast du halt keine Spuren mehr drin. Also da musst du dem Tier schon eine richtige Keule geben, damit das überhaupt in der Zeit noch Antibiotikaspuren aufweist. Soweit nochmal zu dem, Bio ist immer so viel gesünder und besser. Ja. So, also zusammenfassend kann man nochmal sagen, das, was so in Tieren auftritt, beziehungsweise in dem Fleisch, was letzten Endes dann auf dem Teller liegt, ja, da muss man sich keine großartigen Gedanken machen, dass man denn krank wird, außer man frisst natürlich eine Tonne davon. Wie gesagt, das würde mir schwer fallen.
Ja, letzten Endes, wenn wir auf diese 100 Mikrogramm pro Kilogramm Fleisch eingehen, was halt so der Grenzwert ist, und wenn wir halt jetzt von diesen, nicht unbedingt von diesen 0,12%, weil das sind diese drei von 2590 ausgehen, dann kann man davon ausgehen, dass einem das Hähnchenfilet oder was auch immer man denn jetzt am Ende auf dem Teller hat, nicht dadurch madig gemacht werden kann, dass da irgendwelche hohen Antibiotikaspuren drin sind, hohe Hormonspuren, was auch immer. Wie gesagt, unten drunter hängt nochmal der Link zum nationalen Rückstandskontrollplan. Da könnt ihr gerne reingucken. Ja, da müsst ihr ein bisschen durchklicken und sowas, aber das ist halt ich glaube, die ganze Seite ist relativ interessant. Und dann sieht man dann halt auch letzten Endes, welches Fleisch denn womit belastet ist, auch so was Schwermetalle angeht und sowas. Und es ist halt relativ interessant, also für die Leute, die halt nicht unbedingt auf Zentrum der Gesundheit sich nur informieren und sagen so, ja, das ist alles schlimm, weil ich habe im Internet gelesen, das ist so, ganz im Ernst, eigentlich will ich da auch gar nicht mehr drüber diskutieren. Letzten Endes, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Kommentiert in den Kommentaren, was ihr denn zu dieser Medikamentenbelastung haltet oder ob euch dieses Video weitergeholfen hat oder was auch immer. Ja, letzten Endes, wenn ihr krank werdet, müsst ihr trotzdem noch zum Arzt und eventuell ein Antibiotikum verschrieben bekommen. Das wird leider nicht mit Putenfleisch ausreichen. Auch nicht, wenn ihr davon sehr viel esst, weil ganz im Ernst, ich traue keinem da draußen zu, eine Tonne Fleisch pro Tag zu essen. Ansonsten würde er wahrscheinlich meine Sprache nicht verstehen. Es gibt auch so kein Scheißtier, was irgendwie 1000 Kilo Fleisch pro Tag isst. Außer irgendwo ganz weit in den Bergen. Ja? Aber um dahin zu kommen, müsst ihr natürlich geschmeidig bleiben.